Katamaran in Tallinn, 6. One Million Mastermind. Ich bin sehr, sehr, sehr happy. Ich bin gerade mit der One Million Mastermind in Tallinn. Hier haben wir die einzelnen Teilnehmer. Es wird ganz, ganz viel gefilmt. Es wird relaxed. Guck mal da, die Anne, völlig entspannt. Es ist so schön. Tatjana ist gerade mittendrin. Hier, Kamerafrau. Einfach wunderschön. Und das ist einfach das, was wir brauchen, ja? Immer wieder in eine andere Welt hineinzugehen. Immer wieder Perspektiven wechseln. Wer immer das macht, was er immer getan hat, wird immer nur die gleichen Ergebnisse erzielen. Und das ist doch einfach schade. Das Leben ist absolute Vielfalt. Das Leben bietet uns so viele Möglichkeiten. Und Einstein sagte schon, ich kann es einfach nicht verstehen, dass die Menschen nur zwischen 5% und 10% ihrer Möglichkeiten ausleben. Warum machen die das? Ja, weil sie Angst haben. Das ist auch eine Frage der Erziehung. Wie oft habe ich damals gehört, auch von meinen lieben Eltern, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wer hoch hinaus will, der tief hinunterfällt, hat mein Vater immer wieder gesagt. Ja, kann man so sehen. Ich habe dann damals ganz frech meinem Vater gesagt, aber weißt du, lieber Papa, ich war dann wenigstens einmal oben. Das fand er natürlich nicht sehr lustig, aber ist okay. Wo willst du hingehen? Was ist deine Reise? Was willst du erreichen? Und warum? Warum willst du all das erreichen, ja? Weißt du, auch ich gehörte zu den Menschen, die immer wieder gewartet haben. Gewartet, auf bessere Zeiten gehofft, ja? Dass ich ganz, ganz, ganz viel ändern wird von alleine. Und weißt du was? Gar nichts hat sich geändert. Wie so meine Klassenkameraden denke, die meisten sind genau da stehen geblieben, wo ich damals war, ja? Da hat sich einfach weniger als nichts verändert, ja, kann man so machen, aber ich finde es natürlich einfach unendlich schade, wenn wir schon mit so vielen Varianten ausgestattet sind. Und hier ist natürlich wichtig, dass wir, wie heißt es so schön, über den eigenen Misthaufen hinausschauen, ja. Das war natürlich für mich entscheidend, aus St. Moritz rauszugehen, meine Heimat zu verlassen. Ja, natürlich, das ist mir schwer gefallen, nicht mehr meine St. Moritzer Berge zu haben, die ich doch sehr, sehr geliebt habe, so absolut heimatverbunden zu sein. Das ist egal, es gibt ja viele Leute, die haben nie eine Änderung in ihr Leben eingeleitet. Die sind immer, immer am gleichen Ort, die gehen dem gleichen Beruf nach. Ja, wenn du glücklich bist, und das ist doch einfach der entscheidende Faktor, wenn du glücklich bist, ist doch das völlig in Ordnung. Aber das Schlimme ist, die meisten Menschen sind ja nicht glücklich dabei. Die meisten Menschen vergessen zu leben. Auch ich gehörte mal dazu. Und da bin ich jetzt einfach so happy, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe. Die ganz, ganz große Entscheidung. Dann habe ich gesagt, ey, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Ich habe dann mein erstes Buch geschrieben, fange endlich an zu leben. Und das hat komplett alles verändert in meinem Leben, ja. Und da lade ich dich herzlichst ein. Komm auf die Seminare, nutze einfach diese mega, mega, mega coole Chance, ja. Veränderung. Weil irgendwann liegst du auf dem Sterbebett, irgendwann ist dein Leben vorbei. Und da gibt es natürlich nichts Schlimmeres, als wenn du auf dem Sterbebett liegst und sagen musst, Scheiße, mein Leben ist an mir vorbeigezogen. Hätte ich. Dann ist es zu spät. Dann kannst du gar nichts mehr machen, ja? Und ich erlebe so viele ältere Menschen, ich spreche immer mit ganz, 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 ganz vielen Menschen. Und so viele Menschen sagen mir, ja, wenn ich das damals gewusst hätte, oder hätte ich nur. Hätte ich nur, ist zu spät. Bitte, wenn du jetzt hier zuhörst, diesen Podcast, hol dir das Buch, fang endlich an zu leben. Geh auf www.kramri.de/seminare. Melde dich an auf meine Seminare. Absolute Game Changer. Wir brauchen Inspiration von außen. Wir können einfach unmöglich alles selber wissen.
keine Chance, ja. Wir drehen uns brutal im Kreis, immer wieder drehen wir uns im Kreis. Und ja, Zeit läuft. Ich erlebe das so oft in Bad Türkheim, wenn ich da vom Bahnhofsplatz sitze, da ist ein wunderschöner Brunnen und alle 2, 3, 4, 5 Minuten kommt irgendein Rentner vorbei und guckt, ob da Pfandflaschen sind, ja. Und das macht mich jedes Mal sehr, 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 sehr traurig. Und ich erlebe es dann bei jungen Leuten auch auf meinen Seminaren, wenn ich sage, hey, du musst echt aufpassen, du musst wirklich dich positionieren. Du musst wirklich, wirklich alles dran setzen, dass du entsprechend positioniert bist, dass du passives Einkommen hast, dass deine Welt eine großartige Welt ist. Und das sagen mir die meisten immer, ja, kein Problem, kein Problem. Ja, das wird schon. Ja, ich habe noch lange Zeit. Ach, der Vaterstaat schaut auf mich. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil Vaterstaat schaut definitiv nicht auf dich. Ich denke, das hat er jetzt mehr als genug bewiesen. Ja, jetzt lehne ich mich arg weit raus. Ja, auf manche Menschen schaut er schon. Aber wenn du darauf angewiesen bist, auf Hilfe, bitte, 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 du brauchst keine Hilfe. Was du brauchst, ist Hilfe, damit du dein Mindset entwickelst. Was du brauchst, ist Hilfe, damit du in eine andere Energie kommst, damit du mutig bist, damit du dein Leben entsprechend veränderst. Das ist das, was du brauchst. Das ist eine komplett andere, großartige Welt, die sich dir auftut, wenn du einmal die Entscheidung getroffen hast, einen anderen Weg zu gehen, einen großartigen Weg zu gehen. Und es steht und fällt alles mit einer Entscheidung. Es geht hier um das alte Prinzip von Ursache und Wirkung. Das ist alles. Ursache und Wirkung. Aussaat und Ernte. Du wirst immer nur das ernten, was du ausgesät hast. Nicht mehr, nicht weniger. Also achte wirklich darauf, was du für Saatgut hast. Achte wirklich darauf, wie du unterwegs bist. Denn wenn dein Leben zu Ende geht und du auf dem Sterbebett liegst und wenn du dann sagen kannst, wow, wie geil, ich habe das geilste Leben gehabt, was ich überhaupt nur haben kann, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn du natürlich das Gegenteil sagen musst, dann ist es echt doof, ja? So, und ich werde auch oft gefragt, ja, Ernst, wie lange willst du noch machen? Wie lange willst du noch machen? Ich sage, was ist das für eine Frage? Da sagt jemand, ja, du bist doch schon lange in Rente. Ich sage, was für ein Blödsinn, warum soll ich in Rente sein, ja? Warum? Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, hier mit Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe Reisen. Ich liebe Menschen zu fordern und zu fördern. Ich liebe Menschen in die Entwicklung zu bringen. Das ist so wunderschön. Das erfüllt mich. Und das habe ich die nächsten Jahrzehnte noch vor. Wo soll deine Reise hingehen? Also es kann doch nicht sein, dass dein einziges Ziel ist Rente. Das ist doch kein Ziel. Was kommt danach? Was kommt danach? Also nutz dein komplettes Potenzial, hau rein, mach eine Meisterleistung und je mehr du gibst, je mehr du machst für andere Menschen, desto mehr kommt auch auf dich zurück. Manchmal nicht von den gleichen Leuten, aber das ist doch nicht schlimm. Es kommt immer zurück. Alles, was du ausgesät hast, kommt zu dir zurück. Denk mal darüber nach. Sehen wir uns in Bad Türkheim, sehen wir uns in St. Moritz. Ich freue mich riesig, riesig drauf, wenn du diese super Hammer-Chance nutzt, dabei zu sein. Absolutes Game-Changing. Und letzten Endes ist das ganze Leben immer nur ein Spiel, ja? Mit Geld ist es ein Spiel, mit allem ist es immer nur ein Spiel. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Solange du aber dran bleibst, kannst du immer nur gewinnen. Und als Gewinner durch die Welt zu gehen, das ist doch die Königsklasse hoch 2. Wir sehen uns. Danke, dass du mir hier wieder zugehört hast, zugeschaut hast. Der Podcast gibt es ja auch auf YouTube jetzt als Video. Dann siehst du genau, wo und was ich gerade mache. Also, enjoy your life und denk dran, es gibt ein Leben vor dem Tod. Hol dir jetzt das Buch, fang endlich an zu leben auf www.kramrich.de/seminare.